Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Im heutigen Video möchte ich dir den größten Fehler verraten, den du als Mann in deinem Leben machen kannst. Aus meiner Sicht gesehen, aus meiner Weltsicht gesehen. Du kannst es natürlich selbst anders sehen. Bevor wir in das Video durchstarten, zu meinem Bestseller, die Zeus-Methode, gibt es eine Fortsetzung, nämlich der Zeus-Mann. In der Zeus-Methode ging es ja um Männlichkeit, wie du deine Männlichkeit stärken kannst. Im Zeus-Mann geht es sehr viel um den Dating-Prozess an sich, vom Ansprechen übers Kennenlernen, Dating, Beziehung, Sex. Und ich gebe dir die wichtigsten Informationen aus meinen 5 Jahren Erfahrung als Trainer zu all diesen Aspekten. Und nachdem du dieses Buch gelesen hast, sollten da eigentlich keine Fragen mehr offen sein und du kannst loslegen, Frauen kennenzulernen, Frauen zu daten, Sex mit ihnen zu haben und so weiter. Das Buch kannst du dir mal im ersten Link in der Beschreibung auf Amazon anschauen und es dir dann auch als Taschenbuch oder E-Book-Variante sichern. Jetzt habe ich dir gesagt, ich möchte mit dir über den größten Fehler reden, den du als Mann in deinem Leben machen kannst, meiner Weltsicht nach. Und um dir zu erklären, was das für ein Fehler ist, möchte ich dir erst das theoretische Konzept dahinter erklären. Also es geht hier um Zeit, ja, wie du deine Zeit nutzt. Und meiner Meinung nach kann man Zeit auf 3 verschiedene Arten nutzen. Erstens kannst du die Zeit investieren. Du kannst die Zeit ruhen lassen, also du kannst Zeit benutzen, um zu ruhen, oder du kannst Zeit benutzen, um zu konsumieren. Das sind die 3 Möglichkeiten. Witzigerweise verhält sich das bei Finanzen ähnlich. Du kannst dein Geld investieren, du kannst dein Geld ruhen lassen, zum Beispiel auf der Bank, oder du kannst es konsumieren für Konsumgüter. Genau wie in dem, was ich dir erkläre, gibt es da Vor- und Nachteile. Konsum, also wenn du viele Konsumgüter kaufst, Konsum ist teuer, weil du es nicht steuerlich absetzen kannst. Wenn du Geld ruhen lässt, das ist okay, aber es wird von der Inflation jährlich gefressen. Wenn du es investierst, dann kann es die Inflation überholen und kann da zusätzliches Kapital schaffen. Und ähnlich verhält sich das auch mit der Zeit in deinem Leben. Also du solltest dir immer überlegen, wie nutze ich Zeit in meinem Leben? Und je jünger du bist, desto besser ist es, wenn du damit anfängst. Denn wenn du da nicht regelmäßig mal drauf schaust, dann verschwendest du meistens deine Zeit. Was ich zum Beispiel mache, ich tracke sehr viel in meinem Leben. Also ich schaue mir am Ende jeden Monats an, wie habe ich mich in den verschiedenen Lebensbereichen weiterentwickelt. Dinge wie Familie, Freunde, Dating, Frauen, Gesundheit, Karriere, Sport, Finanzen, wie habe ich mich in diesen Bereichen weiterentwickelt und dann bewerte ich, wie ich es nächsten Monat nochmal verbessern kann oder anders machen kann. Zusätzlich tracke ich mein Gewicht jeden Tag, ich tracke meine Ausgaben jeden Tag, weil ich mich ganz gerne auf Immobilieninvestments vorbereiten möchte und da braucht man halt eine ganz gut geführte Kontolage und ich tracke meine Einnahmen jeden Monat. Ich tracke zusätzlich noch ein paar andere Performance-Indikatoren in meinem Business, aber das ist hier an der Stelle nicht so wichtig. Also ich tracke sehr, sehr viel und manche Menschen fragen mich dann oder sagen zu mir, hey, das ist aber sehr kontrolliert, leb doch mal das Leben. Oder dann kommen irgendwie solche Sprüche wie, ja, leb doch lieber, statt alles zu planen. Und ich sehe das folgendermaßen. Das Leben passiert ja sowieso, ob ich jetzt plane oder nicht. Also das Leben wirft mir ja sowieso irgendwelche Stöcke zwischen die Füße oder macht irgendwelche Zufallsereignisse. Also ich kann ja sowieso nicht komplett planen, was da passiert. Das liegt ja gar nicht in meiner Hand. Also eine Zufallskomponente ist ja immer noch da. Ja, die ist ja ganz automatisch da. Aber ich denke mir, zu einem großen Teil möchte ich einen Plan machen. Ich habe auch einen groben Plan, wie mein Leben ungefähr verlaufen soll. Natürlich ist mir klar, dass das nicht genauso passieren wird, weil eben dieser Zufallsfaktor da ist. Aber ich glaube, wenn man so gar keinen Plan hat, wenn man so gar nicht schaut, wie laufen die Sachen, dann geht man eben auch in die falsche Richtung. Also du musst dir keine Sorgen machen, dass du überkontrollierst, weil ein Zufallsfaktor ist immer da. Und meiner Meinung nach ist der Zufallsfaktor, naja, sagen wir mal so, ich würde sagen, der Zufallsfaktor ist ungefähr genauso groß wie dein eigener Kontrollfaktor. Also Zufallsfaktor ist schon sehr groß. Du hast natürlich auch noch einen Kontrollfaktor. Also wenn jetzt auf einmal ein Krieg ausbricht oder wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht oder wenn du einfach stirbst, weil du irgendeine Krankheit hast, von der du nichts weißt oder du wirst morgen vom Auto überfahren. Das sind alles Zufallsfaktoren, die passieren können, auf die du keinen Einfluss hast. Deswegen würde ich sagen, Zufallsfaktoren 50%, deine eigene Planung 50%. Deswegen solltest du eine haben. Ich komme in zukünftigen Videos noch genauer darauf oder in zukünftigen Produkten noch genauer darauf, wie das genau funktioniert. Genau. Zeit, wie du deine Zeit benutzt. Und jetzt gibt es halt diese 3 Möglichkeiten. Du kannst deine Zeit investieren. Das ist zum Beispiel sowas wie, ich gehe jetzt raus und fange an, Frauen anzusprechen. Am Anfang funktioniert das vielleicht noch nicht so gut, aber in einem halben Jahr habe ich dann regelmäßig Dates. Das kann auch sowas sein wie, ich investiere in meine Gesundheit, indem ich jetzt anfange, Sport zu machen. Am Anfang fühlt sich das vielleicht schlecht an und ich habe nicht so viel Spaß dran, weil der Prozess des Spaßes ja erstmal kommen muss. Ja, es dauert eine Weile, bis man an dem Prozess Spaß hat, wenn man gerade damit anfängt. Aber irgendwann bin ich fit. Ja, also diese Investitionssachen mit deiner Zeit, das sind immer Sachen, wo du etwas jetzt machst, was auch vielleicht dich nicht so gut anfühlt, wo du jetzt nicht so super scharf drauf bist, um später einen Reward, also eine Belohnung zu bekommen. Ja, wenn du jetzt auf der Arbeit Gas gibst und dich da reinhängst, dann wirst du später mit einem besseren Posten oder mit mehr Geld belohnt, ne?
Das sind Investitionen. Du kannst deine Zeit also investieren in etwas, was dann später mehr rausgibt. Du könntest auch lesen, um dann später mehr Wissen zu haben. Und bei diesen Investitionssachen, das ist ja auch bei normalen Investitionen so, das kumuliert sich halt. Also das ist so, das ist eine, wie sagt man, ich vergesse immer wieder dieses Wort, wenn ich das sagen will. Nicht eine lineare Funktion, sondern eine exponentielle Funktion. Ja? Und exponentiell heißt einfach, es ist wie die Zinseszinsrechnung. Also wenn du jetzt Frauen ansprichst und es regelmäßig machst, dann je länger du es machst, desto schneller steigt diese Gerade an, weil du immer mehr Grundwissen hast, auf das du wieder aufbaust. Ja, wenn du jetzt anfängst, Muskulatur aufzubauen und dann theoretisch aufhörst, wieder zu trainieren und dann wieder anfängst, dann baut dein Körper wieder schneller Muskulatur auf, weil das so einen Memory-Effekt hat. Das erinnert sich daran, wie es mal war, Muskulatur aufgebaut zu haben. Ja, das heißt, du baust eine Grundlage auf und je größer deine Grundlage ist, desto schneller ist das Wachstum. Exponentielles Wachstum können wir als Menschen nicht so richtig erfassen, nicht so richtig sehen, aber es ist da und es ist in jedem Lebensbereich, nicht nur bei Finanzen da. Das ist Investment. Dann kannst du deine Zeit zum Ruhen benutzen. Zeit zum Ruhen, würde ich sagen, ist sowas wie Zeit mit Freunden verbringen, meditieren, mal entspannt einen Film gucken und da kommen wir gleich dann genauer zu, weil Film gucken ist halt auch konsumieren, aber irgendwie mal entspannt einmal die Woche einen Film gucken wäre zum Beispiel, du kommst da herunter, dann ist es halt dein Ding. Sport machen könnte auch Ruhe sein, ist aber dann noch gleichzeitig Investition, weil du ja trotzdem fit wirst am Ende. Aber das ist das Schöne, irgendwann werden die Investitionssachen, zum Beispiel Sport machen, die du am Anfang vielleicht nicht gerne gemacht hast, zu einer Ruhesache. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich gar keinen Sport mache die Woche, dann bin ich bedeutend unausgeglichen. Also bei mir trägt das auch einfach dazu bei, mich auszuruhen auf gewisse Art und Weise, mental. Ja, und deswegen, es arbeitet bereits in beiden Kategorien bei mir. Und das passiert immer. Ja, wenn du Frauen ansprichst, ist es vielleicht am Anfang super schwierig. Aber irgendwann hast du dann halt Dates und diese Dates, da rufst du dich dann aus, da kannst du deine entspannen. Ja, oder du rufst mal eine Frau aus deiner Rotation an und die kommt abends vorbei und ihr habt tollen Sex oder so. Das sind so Entspannungsmomente. Daran kannst du deine Zeit auch investieren. Jetzt kommt der Block, in den viele Menschen sehr viel Zeit investieren, in den auch ich immer noch viel zu viel Zeit investiere und manche Menschen fast ausschließlich Zeit investieren, nämlich Konsum. Und wie gesagt, Konsum ist schon beim Finanziellen am teuersten, ja, weil du es nicht von Steuern absetzen kannst. Aber Konsum ist auch, wenn du es übertrieben machst, im richtigen Leben am teuersten. Konsum heißt halt einfach, ich bekomme etwas Tolles jetzt, zahle aber meistens später dafür. Es ist so, als würdest du einen Kredit aufnehmen. Ja, du willst diesen neuen Fernseher haben und du hast aber nicht genug Geld und du willst ihn aber jetzt haben und deswegen nimmst du einen Kredit auf, den du erst in 20 Jahren abbezahlen musst oder in 5 Jahren und hast jetzt diesen Fernseher. So ist es oft auch mit Konsum. Ja, wenn ich sage, boah, ich habe echt mega Bock auf diesen Schoko-Eisbecher und 2 Pizzen oder so und ich hau mir richtig was Ungesundes zu essen rein, dann kriege ich jetzt ein gutes Gefühl, weil mein System belohnt mich mit guten Gefühlen, das fühlt sich toll an. Kurz danach fühlt es sich meistens dann nicht mehr so toll an. Das ist schon das erste Mal, wo du dann wieder zahlst, wo du dann wieder zurückzahlen musst, die Schulden. Plus, du wirst halt auf Dauer ungesund. Ja, und auch das hier kumuliert sich. Das musst du verstehen. Weil je mehr du von diesem ungesunden Zeug isst, desto ungesunder ist dein Grundzustand. Und desto schlechter wirkt sich das dann auf dich aus. Also es ist so eine Negativspirale, die immer weiter runtergeht. Ne? Wenn du jetzt irgendwann, also angenommen, du isst die ganze Zeit ungesund und bist mega dick, dann hast du vielleicht irgendwann Diabetes. Und weil du irgendwann Diabetes hast, hast du dann andere Probleme, wie du kannst deinen Job vielleicht nicht mehr so gut machen. Dann wirst du vielleicht gefeuert und hast kein regelmäßiges Einkommen mehr. Dann hast du kein regelmäßiges Einkommen mehr. Dadurch fühlst du dich irgendwie wertlos, weil du nichts mehr beiträgst zu der Gesellschaft. Und du grenzt dich von Freunden ab. Dann bist du einsam und stirbst einsam allein zu Hause. Ist jetzt sehr extrem gesagt, aber du verstehst, was diese Negativspirale bedeutet. Ja, Investments sind Positivspiralen. Du gehst ins Fitnessstudio, du wirst immer fitter, dadurch siehst du besser aus, Frauen haben vielleicht dann mehr Interesse an dir oder du hast mehr Selbstbewusstsein. Dadurch, dass du mehr Frauen bekommst, hast du mehr Selbstbewusstsein und denkst dir, hey, ich schaffe ja wirklich Dinge, wenn ich sie mir vornehme. Dann nimmst du es dir vor, bei der Arbeit voranzukommen, wirst befördert, hast mehr Geld. Von dem Geld, was du mehr hast, gehst du auf Reisen, lernst neue Leute kennen, bist noch glücklicher in deinem Leben und lebst glücklich bis an dein Lebensende. Ja, natürlich sind das beides übertriebene Sachen, aber hier ist eine Positivspirale, hier ist eine Negativspirale. Das kumuliert sich also genau wie ein Finanzinvestment. Genau. Diese drei Möglichkeiten gibt es halt. Und das Problem der meisten Männer ist, dass, oder die meisten Menschen allgemein, investieren einfach zu viel in Konsum. Konsum ist sowas wie Netflix gucken, Fernsehen gucken, irgendwas Ungesundes essen,
sich einen runterholen ständig. Also du kannst dir mal einen runterholen, auch zu Pornos, aber ich kenne Leute, die holen sich jeden Tag 5 oder 6 Mal einen runter. Und das ist dann auch so eine Sofortbelohnungssache. Wie gesagt, es ist überhaupt nichts falsch daran. Ich will nicht sagen, hol dir nie wieder einen runter, aber es ist so eine Sofortbelohnungssache so. Ja, ich könnte jetzt auch rausgehen und Frauen ansprechen, aber anstatt das zu tun und darüber Sex zu bekommen, belohne ich mich sofort, hole mir die sofortige Belohnung und gucken Porno. Und wenn du das zu viel machst, wenn du zu viel von diesen ich mache mir jetzt sofort eine Belohnung Dingern machst, ja, du gibst viel Geld aus, ohne darüber nachzudenken, weil du dir denkst, ich lebe jetzt im Jetzt und jetzt will ich Spaß haben und später ist egal. Ja, das ist natürlich alles total blöd, weil du lebst halt eben nicht nur jetzt, wahrscheinlich, außer das ist dein Plan. Ich gehe davon aus, ich möchte gerne alt werden, ich möchte auch gesund und auch wohlhabend alt werden, optimalerweise. Ja, ich möchte einfach auch ein schönes Leben haben über mein ganzes Leben und nicht jetzt für ein paar Jahre so richtig einen raushauen, um dann spätestens mit 30 dann voll am Arsch zu sein, finanziell und körperlich. Das ist halt überhaupt nicht mein Ziel, das halte ich für komplett dumm. Außer du gehst davon aus, du lebst nicht so lange, aber warum man davon ausgehen sollte, wüsste ich nicht. Und es geht darum, regelmäßig zu checken, wie deine Verteilung in diese drei Töpfe, sage ich mal, ist. Ja, beim Finanziellen sagt man ja oft, man legt das Geld in einen gewissen Topf. Und nehmen wir mal vor, oder stellen wir uns mal vor, das wären Töpfe. Ja, und es geht halt darum, dass du meiner Meinung nach die meiste Zeit in Investment-Töpfe steckst, also dass du dich darum kümmerst, um deine Karriere, um deine Gesundheit, um deine Flirtfähigkeit mit Frauen, darum mehr zu lernen, mehr zu wissen oder auch zum Beispiel zu produzieren. Produzieren ist auch so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, dann ist das ja auch Investment. Ich produziere etwas. Ich konsumiere das nicht, sondern ich stelle etwas zum Konsum her, aber ich bin der Produzent. Deswegen ist es ein Investment, weil ich produziere es und dann macht es mir Geld. Ich bin nicht der Konsument, sondern der Produzent. So. Meiner Meinung nach sollten so, weiß nicht, 60 bis 70% deines Lebens in diesem Bereich fließen. Ja, sagen wir 70, vielleicht sogar 70 bis 80. Und das Tolle ist halt, wenn du diese Sachen regelmäßig machst, dann werden sie automatisch zu diesen Sachen hier, nämlich zu Ruhesachen. Nicht alles, viele Dinge können das aber. Ja, kann ja auch sein, dass du, so ist es bei mir auch, irgendwann ist es halt so, du gehst raus, um Frauen anzusprechen, aber einfach, weil es dir Spaß macht. Nicht mehr unbedingt, weil du jetzt ein Ergebnis daraus haben willst, sondern weil es dir Spaß macht. Oder vielleicht gehst du zur Arbeit, weil es dir Spaß macht, weil du die Aufgaben, die du da tust, einfach wirklich genießt, optimalerweise. Und an diesen Punkt kommt man, wenn man halt lange im Prozess bleibt. Ja, und da ist auch wieder so eine Sache, vielleicht hast du es schon mal gehört, dass man sich einen Job suchen soll, für den man eine Leidenschaft hat. Ich glaube, dass man einen Job, für den man seine Leidenschaft oder für den man eine Leidenschaft hat, nicht findet, sondern erfindet. Also ich fange nicht in einem Job an und liebe sofort alles, sondern ich fange an einem Job an und das ist am Anfang schwierig. Und mit der Zeit, wenn ich dranbleibe, finde ich die Aspekte, die toll sind. Und mit der Zeit, über Jahre, merke ich dann, dass das eine wirklich coole Sache ist. Und dann ist es die Leidenschaft. Aber du kriegst es nicht geschenkt. Das ist nämlich wieder Konsum. Ich will jetzt das Ergebnis haben. Das sollten 70-80% meiner Meinung nach sein. Dann kommen wir zu den Ruhephasen. Die Ruhephasen sollten, und das ist unterschiedlich, da musst du halt schauen, wie viel Ruhe du brauchst, wie sehr dich das hier stresst. Wenn du mit diesen Dingen anfängst, dann stresst dich das vielleicht ein bisschen mehr und du brauchst mehr Ruhephasen. Wenn diese Dinge selbst zur Ruhe werden, dann ist natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ruhe sollten dann vielleicht die anderen 20% darstellen, sagen wir bei 70. Und die letzten 10% können dann auch meinetwegen Konsum sein, wo du einfach wirklich mal dich auch einen Tag hinsetzt und sagst, Fakt drauf, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, oder sagen wir 5% Konsum, wo du einfach sagst, du setzt dich mal einen Tag hin und bist okay, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie zu entspannen oder runterzukommen oder mich zu regenerieren, ich habe jetzt einfach mal Bock, irgendwie was Ungesundes zu fressen, einfach so richtig, blah, so. Mach das ruhig, ja. Mach ruhig 5% deiner Zeit da rein. Geh irgendwie unnötig shoppen oder so und schleuder irgendwie mal Geld raus. Bau ruhig 5% da ein, denn wenn du das machst und wenn du regelmäßig hier 70-80% einbaust und hier die restlichen 20, beziehungsweise 15 dann und hier die 5, dann wirst du irgendwann merken, dass du diese 5 hier gar nicht machen willst. Ja, wenn du vielleicht jetzt noch das Bedürfnis hast, dann mach erstmal weniger davon von dem Konsumkram und irgendwann merkst du, du hast einfach gar keinen Bock mehr auf den Konsumkram. Du würdest lieber diese anderen Sachen hier machen, weil die nämlich langfristig dich viel glücklicher machen, dir langfristig viel mehr Spaß und Erfolg bringen. Ja, diese Kurzzeitsachen funktionieren eben nur so, Kurzzeit. Ja, und wenn du zu viel davon machst, dann geht dein Leben einfach immer weiter den Bach runter. Wenn du rummeckerst, dass nichts funktioniert in deinem Leben und dann kommst du von der Arbeit, die du hast und setzt dich abends vor den Fernseher, holst dir dann herunter, trinkst ein Bier oder besäufst dich dann, weil du dein Leben hast und dann isst du irgendwas Ungesundes, weil irgendwie musst du deine Emotionen ja abtöten und du machst das jeden Tag, irgendwann bist du halt einfach am Arsch. Zu viel Konsum ist einfach nicht gut und natürlich ist es gut für die Leute, die die Produkte herstellen, wenn du konsumierst.
Da ist ja auch der ganze Werbeapparat drum gebaut, aber es ist einfach für dich nicht gut. Man möchte dir zwar erzählen, das sei gut, kauf dir das neue Auto, kauf dir das neue iPhone, das ist super, dann bist du der King, aber diese Sachen machen dich nicht zum King. Na, die Sachen machen dich auf Dauer nämlich zum Loser. Und deswegen ist der größte Fehler, den du als Mann machen kannst, zu viel Zeit im Konsumbereich zu verbringen. Gleiches gilt für Finanzielles, zu viel Zeit oder zu viel Geld in Konsum zu stecken, ist genauso dämlich. Aber auch deswegen, weil, das kennst du vielleicht, wenn du etwas kaufst, dann genießt du es vielleicht für einen Monat, wenn überhaupt für einen Monat. Einen Monat wahrscheinlich dann, wenn es ziemlich teuer war. Dann genießt du es für einen Monat und dann kommt dieser Gewöhnungseffekt. Der ist psychologisch auch in Studien bewiesen worden, dass du dich halt an etwas Neues gewöhnst und dann bringt es dir nicht mehr Freude als vorher. Also es ist, du hast dann nicht mehr, bist nicht mehr glücklich als zu dem Zeitpunkt, wo es nicht da war. Kaufst dir ein neues Handy, nach einem Monat denkst du dir, okay, ja, einfach, ist einfach irgendein Handy. Du kennst es wahrscheinlich. Damals, als ich mein iPhone gekauft habe, ich habe die ersten paar Wochen, ich habe jede Oberfläche, auf die ich das Ding gelegt habe, habe ich erstmal so mit meinem Finger überprüft, ob die nicht feucht ist. Nicht, dass dem iPhone was passiert. Und irgendwann, das kennst du bestimmt, schmeißt du es einfach so weg. So, das ist so deine Matratze, du schmeißt es so aufs Bett, dann knallst du so gegen die Wand und du bist so, ah, war jetzt nicht so optimal, aber ist dir auch egal. Genauso ist es mit Konsumgütern. Weißt du, wir verlieren sofort das Interesse an diesem Kram. Das ist psychologisch tatsächlich so erwiesen. Das heißt, immer wenn du in Konsum investierst, finanziell jetzt gesehen, ist es einfach ein mega Minus, weil du darauf volle Steuern zahlen musst. Du kannst es nicht absetzen. Investments in deiner Selbstständigkeit zum Beispiel kannst du halt absetzen. Wenn ich eine neue Kamera kaufe, kann ich das absetzen von der Steuer. Wenn ich mir einen Porsche kaufe, dann kann ich den nicht absetzen. Dann kostet der mich einfach nur viel Money und ich gewöhne mich innerhalb von ein paar Monaten dran. Deswegen prüf mal dein Leben. Also Aufgabe an dich, kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei dir so aussieht oder was du allgemein zum Thema sagst. Aber Aufgabe an dich nach diesem Video, prüf mal, wie verteilst du deine Zeit in diese Töpfe und wenn du möchtest, kannst du auch schauen, wie verteilst du dein Geld in die finanziellen Töpfe. Also schau mal, wie ist mein Konsum, wie viel Zeit fließt da rein? Pause und Entspannung, wie viel Zeit fließt da rein? Und Investments, wie viel Zeit fließt da rein? Und dieses Pause-Ding ist halt wichtig, um halt deine Batterien wieder aufzuladen, um dann halt wieder überhaupt in diese anderen Töpfe irgendwas reintun zu können. Ja, deswegen gehst du ja auch schlafen. Schau mal und rechne mal aus, Aufgabe an dich, wie gesagt, überleg mal, wie es in deinem Leben ist und dann schau auch mal, was du vielleicht verändern könntest, um da ein optimaleres Verhältnis festzulegen. Ich kann dir garantieren, wenn du jetzt feststellst, hey, momentan bin ich in meinem Leben nicht so zufrieden, ich garantiere dir, dass es daran liegt, dass du zu viel in den Konsumtopf investierst an Zeit. Fast hundertprozentig. Oder es liegt daran, dass du jetzt angefangen hast, in den Investmenttopf zu investieren, ganz, ganz viel, und du einfach noch in der Phase bist, wo die Sachen schwierig sind und dich ziemlich fordern. Wie gesagt, das wird über die Zeit besser werden und wird dann zusätzlich Glück für dich produzieren. Das hier wird immer nur mehr Traurigkeit, mehr Depression, mehr Sadness für dich produzieren. Wie gesagt, das überspitze ich jetzt hier ein bisschen, aber es ist tatsächlich so. Ja, die Leute, guck dir doch zum Beispiel, guck dir viele Hartz-IV-Leute an. So, die arbeiten nicht, die sitzen dann vom Fernseher, dann essen sie irgendeine Scheiße und das machen die den ganzen Tag. Und das wiederholen die einfach. Und die kommen auch meist oder oft, viele von diesen Leuten kommen auch nicht zurück in die Gesellschaft, weil sie halt in dieser Negativspirale sind. Es geht immer weiter bergab. Ja, es ist gar nicht schlimm, mal irgendwie Hartz IV zu beziehen, aber es gibt ja auch diese Leute, die einfach permanent da drin stecken, eben weil sie in dieser Negativspirale sind. Ja, du verlierst immer mehr dein Selbstvertrauen und du traust dir gar nichts mehr zu. Und dann ist es natürlich einfacher, sich vor den Fernseher zu setzen und sofort eine Belohnung zu bekommen, statt sich zum Beispiel vor eine Kamera zu stellen und ein Video zu machen. Ja, das sind zwei ganz andere Punkte. Deswegen, Aufgabe an dich, check, wie es bei dir in den Töpfen aussieht. Schön, dass du dabei warst. Hier am Donnerstag, Samstag gibt es ein Live-Flirt-Video. Auf dem Pfeil kannst du den Channel abonnieren. Unten kannst du dich gratis fürs Online-Coaching eintragen, indem du nochmal zusätzliche Informationen und Tipps bekommst, die du hier nicht bekommst. Und unten rechts gibt es ein Video, das ich dir persönlich empfehle, wenn dir das Video gefallen hat und das du unbedingt schauen solltest. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.